Oh, ich wollte Anweisungen für seinen Sklaven. Das war eine teure Feier. Ach, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich ja da hinten hin. Die wollen mich auch ein bisschen verarschen gerade, oder? Nomadenbazar. Albtraum und schon wieder Albtraummodus. Immer wenn ich anfangen will, irgendetwas zu lesen. Wird mir gesagt, nö. Nö, du liest das jetzt nicht. Aha. Der ist bewacht? Nicht bewacht? Ich weiß nicht. Wow. Auf jeden Fall nicht bewacht. Auf jeden Fall bewacht. Das weißt du nicht. Leanders Geheimnisse gehören nur ihm. Ihr verfluchten Narren! Wollt ihr diesen aufgedunsen... Diokles! Eine Falle! Leander plant einen Putsch! So. Hier seid ihr nun alle. Um euch gegen mich zu verschwören. Du sag, jetzt brenn ich selber. Stehen. Oh, Mist, Mist. Du. Du hast mein Leben gerettet, Freund. Praxilla hätte mir nie verziehen, wenn Leander dich umgebracht hätte. Warum sollte er das tun? War er von der Gier nach Macht so vereinnahmt, dass er morden musste? Ich habe Männer für weniger morden sehen. Wir sind allein deinetwegen am Leben, Bayek. Kyrene verdient jemand Besseren als ihn an der Spitze. Du wirst sie hervorragend führen, Diokles. Bayek, mein Freund. Ich bekam einen Brief von Praxilla. Sie lässt dich grüßen. Leander ließ uns bluten. Doch Kyrene kommt wieder zu Kräften. Dank dir. Bayek, du kennst alle Facetten von mir, doch wenigstens sind wir am Leben. Und Kyrene wurde von dem verruchten Bock Leander befreit. Diokles hat eine gute Seele. Niemand könnte unser Schicksal besser leiten. Und ich setze sonst nie auf jemanden. Möchte sonst noch irgendjemand etwas sagen? Gut, dann gehe ich jetzt. Der Ort, der am schlimmsten bewacht wird. Und ich muss da irgendwie rein. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Noch vorher schön eindecken. Okay, ich muss da irgendwie rein. Ja, das wird schwer. Will ich jetzt mit Taktik eigentlich weitergehen oder einfach eher wieder reinrennen? Ich denke, reinrennen ist gerade so eine gute Art. Okay.
Hier war kein Fenster oder sowas. Doch, ist es. Ich bin drin. Showdown? Oder nicht? Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer! Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Oh nö. Du bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Fuck, wo ist er? Da. Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns. Doch du wähltest Sklaverei. Sit true and don't move at it. Hallo? Boah, was sind das denn für... Wie schön, dass ich da ein Foto gemacht habe. Mann. Scheiße. Sire versus Fueris, condemo pro amici. Genug! Stell dich mir! Eben. Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel. Hallo, hallo, dein hallo. Dein Magi-Freund Hepzifer hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Komm her, du Sau. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei. Wow. Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Wie bei allen anderen. Das denke ich nicht. Du Wichser. So. Tada. Er war ein Kind, Flavius. Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden! Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Yeah! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es, ich kann es, ich kann es nicht! Schon gut, Papo. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer.
Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Das Relikt darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Chemuskar Ruhe gefunden hat. Ich frage mich, wie es Diokles wohl geht. Der letzte Magi ist wo? Achso. Pax Romana. Muss ich das mal machen? Haben wir den besiegt? Dann sucht er ein Orakel, das ihm sagte, er wäre ein Sohn des Gottes Zeus. Aha, so, jetzt konnte ich es endlich zu Ende lesen. Rückwärts fahren. Wenn du keine Kurven fährst und X drückst, bremst du sehr schnell ab. Wenn du X im Stand drückst, kannst du sogar rückwärts fahren. Oh. Gold für Glas, Könige und Hure. Könige und Hure? Ah, was haben wir da hinten nochmal? Ophelia, mia, ich bin Ich bin kein Schauspieler, Simonides. Und? Bayek, mein Freund, wir sprachen gerade von dir. Ach, sollte ich mir Sorgen machen? Nein, nein. Simonides möchte, dass ich mich selbst spiele. In einer Komödie, die er über Leander geschrieben hat. Der rühmenswerte Triumph der Ikonen von Kyrene. Ah, griffiger Titel. Er würde es zugeben, dass es Humbug ist. Aber wir hoffen, dass unsere Festspiele etwas Wohlwollen bringen. Zu diesem Zweck bräuchte ich einen letzten Gefallen. Ohne Schauspielerei. Leanders Villa soll wieder dem Volk zugänglich gemacht werden. Aber ohne diese Urkunde ist das unmöglich. Nein. Die Römer lassen uns nicht Leanders Arbeitszimmer in der Akropolis durchsuchen. Ich mach das schon. Ich finde sie. Oh, nee. Oder? Brüschen. Ach, da kam ich doch gerade her, ey. Hoffentlich hatte Aya Glück bei diesem Vieh da. Oder müssen wir den dann gleich auch noch spielen? Dass wir sie dann spielen, wie sie mit dem Vieh da kämpft. Septimus oder so war das, ne? Was? Oh Gott. Ich werde gesucht. Wow. Ich brenne. Was? Hier ist eine Höhle und hier ist nichts? Wie blöd ist das denn? Wie dumm ist das denn? Ich dachte, da kommt man vielleicht irgendwie rein oder so. Verrate mich doch nicht, du Arsch.
okay. Oh ne. Nicht tu! Et non movere! Ah ne. Et percutiamo, Seon! Und wenn er rund, ex Merkle! Hallo! In komm bitte! Hat der hier nicht irgendwo so einen Balkon gehabt? Hier ist jemand drinne. Oder? Das wäre doch ein gutes Versteck für die Urkunde. Definitiv, aber ich sehe nichts. Die Papiere der Villa. Diokles wird sich freuen. Er kann eine neue Ära einleiten. Jetzt muss ich nur hier wieder raus. Fuck, was macht der denn da? Puh. Der hat mich aber sowas von nicht gesehen. Kann ich jetzt mit der Karte reisen, das Stück? Ja, kann ich. Also in einem Abspann werde ich nicht viel sagen, weil ich eigentlich nicht viel zu sagen habe, weil das ist für mich halt ein Assassin's Creed Spiel wie jedes andere auch. Ich finde sie immer wieder gut. Das hier fand ich jetzt ein bisschen lang. Das Setting finde ich sehr geil, ist neu gemacht, finde ich. Ja. Ich sonst aber so viel wie sonst habe ich nicht so viel. Oh, wenn jetzt noch eine Nebenquest kommt, mache ich sie nicht. Die Urkunde ist dein, Diokles. Das Volk hat das Vertrauen in uns Magistrate verloren. Sie wird helfen, es zurückzugewinnen. Mein guter, Herzen und Seelen gewinnt man mit Taten. Vitruvius ist ein Freund von dir, oder? Ein reisender Händler sagte, er sah ihn auf der Straße nahe der Zitadelle. Er schien in Schwierigkeiten zu sein. Der Architekt ist ein guter Mann. Ich hörte, seine öffentlichen Bauarbeiten hätten Südkyrenaika wiederbelebt. Ich würde ihn gern persönlich kennenlernen. Sollen wir uns am Apollon-Orakel treffen? Ich sehe nach Vitruvius, dem besonderen römischen Träumer. Wo soll ich hin? Ach, Hajemini. Aber ganz schön weit. Blut im Wasser angezogen, nutze dies, um sie zu deinem Ziel zu locken. Ah. So wie Kleopatra als Mannesführerin beschrieben, hatte sie vermutlich sehr viele Männer im Bett. Würde hinkommen. Würde ja auch zu. Tod. Würde auch zu Kleopatra passen. Ich weiß nicht, ich würde sie jetzt nicht Hure nennen. Sie hat halt das gekriegt, was sie wollte, mit den Waffen einer Frau. Ich würde jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht als Hure sagen. Komm an dein Ziel. Egal wie.
Oh. Stande! Mora! Stärkere Sancto! Campana! Gig molestus! Ach, das brennt! Wow. Vitruvius, Diokles sagt, du wurdest angegriffen. Auf dem Weg zur Zitadelle. Irgendwelche Plünderer haben mein Manuskript gestohlen, mein Lebenswerk, De Architectura. Es sind gefährliche Zeiten. Aber seit wann sind Banditen Gelehrte? Mir graust davor, was sie damit tun. Sicherlich werden sie nicht meinen Ansatz der modernen Architektur würdigen. Ich bringe es dir zurück, bevor sie es verbrennen. Keine Sorge. Oh. Ja. Es wurde von Banditen aus den Bergen gestohlen. Ist ja Gott sei Dank nicht weit. Was bezahlt, dass ich wieder aufs Pferd zurückgreife, ey. Ich habe das Gefühl, das Kamel ist so lahmarschig. Wow. Ich steig ja schon ab. Ich mach das selbst. Dauert mir sonst wieder zu lange mit dir. Diese Zone ist tabu. Beim Pissen. Ja, wie schade. Vitruvius Buch. Für die Nachwelt bewahrt. In den falschen Händen ist Wissen verschwendet. Konntet ihr ja stoppen und dann lesen. Er schreckt sich. Alle erschrecken sich immer. Du hast es? Bei Jupiter? Sie waren traurig, es zu verlieren. Ich bin mir sicher, Sie haben es bereits benutzt, um Ihre Rattenfalle zu optimieren. Danke, mein Freund. Ich werde dir ein Kapitel widmen. Welch Ehre. Tatsächlich möchte mein Freund Diokles es wirklich gerne lesen. Er wartet am Orakelschrein auf uns. Eine großartige Idee. Ich muss noch was erledigen, dann komme ich auch. Ich muss zu Praxila. Sie muss bei diesem Treffen der großen Geister Kyrenes dabei sein. Oh. Flötenspieler Kleopatras Vater nannte sich selbst der neue Dionysos. Die Bewohner Alexandrias dagegen nannten ihn Bastard oder Auletes, den Flötenspieler. Oh. Bayek, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wiedersehe. Aber ich habe gehört, dass Flavius nicht mehr ist. Den Tag habe ich herbeigesehnt.
Aber wie war es in Balagrai? Die Römer sind jetzt viel kooperativer, seit Melitta fort ist. Das werden wir noch sehen. Und dein Freund Krios? Ich lehre ihn die Kunst des Heilens. Aber ich habe ihn vor einem Tag zu den östlichen Hügeln geschickt, um Kräuter zu sammeln, und er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich wollte ihn gerade suchen gehen. Ich werde ihn finden, wenn du zum Orakelschrein gehst. Da ist ein Freund, der dich sehen möchte. Ist es... Nein, ich wage es nicht zu hoffen. Ich komme, wenn ich Krios gefunden habe. Ich bin so froh, dass du in Sicherheit bist. Amun war uns gnädig, mein Sohn. Er hat uns den Metscher geschickt, damit er dich mir zurückbringt.